Level. Heute wieder mit Smalltalk zusammen mit der Sim. Jawohl, hallo erstmal. Wir hallo. Haben uns hier heute mal in Valdale eingefunden. Jawohl, mal was anderes. Genau, ist auch mal eine sehr schöne Umgebung hier. Also ich mag Valdale total gerne immer irgendwie. Richtig, richtig. Und nachdem wir jetzt letztens die Weiten von Südhof hatten, haben wir dann gedacht, diesmal mal ein paar Bäume. Genau, mal komplett das Gegenteil. Genau. Ja, wir haben heute ein neues Thema zum Smalltalk, denn ihr habt ja fleißig in die Kommentare geschrieben. Und was am meisten genannt worden ist und was ich denke ist auch am relevantesten, das Thema Mobbing. Ja, genau. Und zwar ist ja Mobbing nun wirklich auch ein krasses Thema, auch hier in SSO. Es ist ja nicht nur so, dass man das im privaten Bereich, in der Schule und sowas immer erlebt, sondern auch ganz, ganz krass hier im Spiel. Ich sehe das selber, wenn ich dann mal ja, die Zeit und die Nerven teilweise ehrlich habe, um in den Global-Chat zu gucken oder in den Sack-Chat. Na, also was da teilweise los ist, das ist echt schon nicht mehr schön, ne? Ja, das ist echt ganz schön krass zwischendurch. Also ich wundere mich teilweise jedes Mal, besonders auch abends. Na gut, ich bin meistens abends online. Deswegen kriege ich das abends im Globi sehr oft mit, dass da irgendwie solche Streitereien ausbrechen. Das ist echt... Ja, da weiß ich gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Warum? Ja, und dann ist es ja auch wirklich so, trotz aller Zensur, es wird ja immer doch geschafft, dass man das umgeht, ne? Ja, genau. Und man doch ganz genau weiß, was da irgendwo an Worten durch die Gegend gepfeffert wird. So, sollen wir mal ein bisschen losreiten hier, Mandy? Wir reiten mal ein bisschen los. Bevor genau. Wir hier festwachsen. Genau, reiten wir mal ein bisschen durch die Gegend. Genau. Ja, ich finde das Thema halt sehr aktuell auch gerade, weil auch sehr viele von euch mir immer zwischendurch schreiben, dass sie gemobbt werden, auch in der Schule oder hier in SSO. Und das finde ich immer ganz schön heftig und auch irgendwie ein bisschen traurig, dass es halt so ist, ne? Genau, ich habe das auch bei mir in der Community jetzt ganz, ganz häufig auch gehört und habe dann auch teilweise auch wirklich so private Nachrichten mal gekriegt, ne? So, ja. Von wegen, kannst du mal drüber sprechen, Xim, und das ist hier, ich werde gemobbt und in der Schule, aber auch teilweise irgendwo, ja, da werden Clubs verlassen, weil man einfach irgendwie keine Zeit mehr hat oder weil einem das Thema im Club einfach nicht mehr so passt oder was auch immer. Und dann wird man hinterher da wirklich zur Sau gemacht, ne? Also das muss wohl auch ganz, ganz krass bei manchen sein, dass da wirklich so, ja, die Clubleitung es sehr persönlich nimmt, wenn dann ein Mitglied, ja, den Club verlässt letzten Endes, ne? Ja. Und dann wirklich, der ganze Club da irgendwie hinter demjenigen, der gegangen ist, hinterher ist, ne? Und den er versucht fertig zu machen, was natürlich alles andere als schön ist, ne? Ja, das stimmt. Also es ist wirklich ein sehr unschönes Thema. Richtig. Wobei ich auch sagen muss, wenn man nachher älter wird, dann wird das alles besser. Also das sage ich auch immer ganz vielen, die dann sagen, oh ja, ich werde gemobbt und so. Und was soll ich denn tun? Mir geht's so schlecht. Und der einzige Trost, den ich da wirklich sagen kann, ist, es wird mit der Zeit besser. Richtig. Man steht irgendwann drüber einfach. Ganz genau, das kann ich auch nur absolut bestätigen. Weil man sich dann auch einfach mal sagt, mein Gott, rede, und wenn du dann der Meinung bist, du kommst mit mir nicht klar, dann ist das okay, dann kommst du halt mit mir nicht klar. Aber dann geht man halt getrennter Wege. Und ich glaube, das fehlt euch so ein bisschen hier allen auch so in SSO oder sowas. Ich meine, wenn man sich nicht leiden kann, SSO bietet uns allen ja die Möglichkeit auch der Ignorierlisten. Ne? Wenn mir jemand irgendwie auf den Nerv geht, warum auch immer, dann kommt er da drauf. Ich meine, bei mir ist da jetzt keiner drauf, weil mir geht eigentlich auch keiner auf den Nerv, Gott sei Dank. Aber wenn es so wäre, dann käme er dann da drauf und dann wäre das fertig. Dann brauche ich den nicht lesen, dann brauche ich den nicht sehen, dann existiert er für mich ja einfach auch gar nicht mehr. Ne? Genau, und im Zweifelsfall vielleicht sonst, wenn es gar nicht anders geht, einfach Server wechseln. Richtig, das wäre dann noch das Nächste. Ne? Also ich denke mir gerade, wenn es dann darum geht, hier meinetwegen wirklich, man hat den Club verlassen und da ist irgendwo ja der Stress vom ganzen Club her, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ich verlasse jetzt hier den Server, suche mir einen anderen Server und fange einfach nochmal ganz bei Null an. Ne? So. Genau. Und ich denke mir, man kriegt hier ja auch recht schnell Kontakt, ne? In SSO, so ist es ja nicht. Ne? Denke ich auch. Und wenn man nur eine Zeit lang den Server verlässt, um erstmal Ruhe oder zur Ruhe zu kommen, ist es natürlich auch nochmal eine richtig, andere Sache. Richtig. Und ich denke mal so im privaten Bereich, also jetzt so was Schule betrifft und so, da kann ich immer nur empfehlen, sucht euch jemanden, mit dem ihr da reden könnt. Die Eltern oder ein Vertrauenslehrer oder überhaupt ein Lehrer, mit dem ihr gut klarkommt. Ne? Weil ich denke, auch jeder Lehrer hat da irgendwo ein offenes Ohr für und sollte zumindest ein offenes Ohr haben, wenn da irgendwie solche Geschichten im Raum sind.
Und sucht euch da jemand, versucht da auch nicht alleine, denn das eskaliert dann ja irgendwo meistens. Ne? Dann wird aus Mobbing ja echt handfester Streit und das ist ja dann auch alles andere als schön. Ne? Das also, stimmt, ja. Na, da kann ich immer nur empfehlen, sucht euch da irgendwo Hilfe, jemand, mit dem ihr da reden könnt. Und na, so löst sich das dann meistens auch. Ne? Man soll da gar nicht sich irgendwie, weiß ich nicht, das so in sich reinfressen. Ich glaube, das ist das Falscheste, was man machen kann. Oder wie siehst du das? Ja, das glaube ich auch, ja. Denke ich auch. Und man muss schon irgendwie lernen, ein bisschen drüber zu stehen. Und wenn die irgendwie da an Ärgern sind oder so, einfach versuchen, selbstbewusst zu sein und zu sagen, sag mal, was willst du eigentlich? Genau, genau. Ne? Also, das geht mir so Popo vorbei, was du zu mir sagst, guck dich mal selber an oder so. Also natürlich in der Art, dass der Streit nicht noch mehr eskaliert, sondern dass man einfach selbstbewusst ist. Richtig. Na, ich denke, das ist das Wichtigste. Das ist auch, glaube ich, der Punkt, warum man irgendwo, wenn man älter wird, das alles ein bisschen entspannter sieht. Ne? Genau. Wenn man da sich dann einfach sagt, naja, okay, dann eben du nicht und ich kann dich nicht leiden, du kannst mich nicht leiden, ist ja auch in Ordnung, macht dann so jeder so seins. Ich meine, das erlebt man ja auch im Erwachsenenleben immer mal wieder, ne? Dass man irgendwelchen Menschen begegnet. Manchmal kann man es ja noch nicht mal wirklich begründen. Also ich lerne manchmal Leute kennen, die kann ich vom ersten Moment nicht leiden und ich weiß noch nicht mal, warum nicht. Also ja. Ne? Ist einfach so. Und dann gehe ich denen aus dem Weg und dann ist das alles in Ordnung. Es ist überhaupt kein Grund, dass man da sich gegenseitig ja, mobbt oder einen riesen Stress anfängt oder sonst irgendwas. Ne? Genau, man kann ja trotzdem miteinander gut umgehen, kann freundlich bleiben und das ist ja auch vollkommen okay dann so. Man muss sich ja nicht lieben oder nicht mögen. Man muss auch gar keine Freundschaft eingehen oder sonst irgendwie was. Ganz genau, genau. Und ich denke, das findet man wirklich überall. Ne? Also ich selbst, ich meine, gut, wir beide sind ja nun hier auf YouTube viel unterwegs. Ne? Und auch YouTube ist natürlich auch ein Beispiel, ne? Wo immer wieder irgendwelche Beef-Geschichten im Raum ja, sind und Mobbing und was weiß ich. Und auch da muss man ja so seinen Weg finden. Ich meine, sicherlich, es gibt Leute, die finden das klasse, die ne, große YouTuber, die dann irgendwie ja, ständig Beef miteinander haben und ja, sich da gegenseitig... Ich glaube, dass es da wahrscheinlich tatsächlich teilweise inszeniert ist. Ja, das denke ich auch. Das Gefühl habe ich auch immer wieder. Aber... Na, und wenn man da aber auch nicht so, weiß ich nicht, wenn man nicht streitsüchtig ist, dann ist das auch kein Problem, der Geschichte einfach aus dem Weg zu gehen. Also, das kann man da, glaube ich, immer nur empfehlen, geht der Geschichte aus dem Weg und fertig ist. Also, na, und sucht euch halt wirklich jemanden, mit dem ihr da reden könnt. Und auch hier bei SSO, es gibt doch da immer irgendwo Menschen, denen man dann vertraut und wo man dann vielleicht mal irgendwo... Ja, sich den Frust auch von der Seele reden kann. Das hilft ja auch oftmals. Oh ja, das hilft auf jeden Fall. Also, ne? Ich sag mal so, wir älteren Generationen, das hört sich immer furchtbar an, ne? Ja. Also, da war das bei uns was früher auch oftmals, oder bei mir, zumindest so das Tagebuch, ne? Als ich so 10, 11, 12 war, dann gab es dann so Themen, wo ich mit meiner Mutter vielleicht nicht so drüber sprechen wollte, ne? Weil, weiß ich nicht, passte einfach schwierig, nicht. Ne? Mit 10, ja. 11, 12, da. Genau, und da habe ich dann wirklich irgendwie so tagebuchmäßig irgendwie oder einfach mal einen Brief geschrieben, einfach das mal so runtergeschrieben, ne? Ja. Von der Seele. Das war auch schon irgendwie, es hat geholfen, ne? Man hat einfach mal drüber geredet oder man hat es mal, ja, irgendwie aus einer anderen Perspektive auch angeschaut. Ne? Genau. Oftmals ist es dann ehrlich so, auch irgendein Streit oder so, das wird immer viel heißer gekocht, als es gegessen wird. Ne? Das, was heute noch aussieht wie ein Weltuntergang, ist vielleicht in 2 Wochen schon längst Geschichte und gar nicht mehr so dramatisch. Ne? Genau, und wenn es wirklich irgendwie ein Streit einfach nur ist, der irgendwie eskaliert ist und wo man sich dann vielleicht danach irgendwie mobbt, dann ist es natürlich auch nochmal was ganz anderes, weil dann kann man sich ja einfach hinsetzen und mal miteinander reden. Ich glaube, das ist immer das Beste, was man da machen kann. Einfach mal über seinen eigenen Schatten springen, miteinander reden und ja. Auch sagen, sag mal, was ist eigentlich los mit uns? Wieso streiten wir uns? Warum mobben wir uns jetzt seit einer Zeit die ganze Zeit lang? Und, richtig. Ja, können wir das irgendwie aus der Welt schaffen oder so? Ja, ja. Das kommt noch mit dazu. Ne? Man macht es natürlich auch teilweise irgendwie ein bisschen bequem. Ne? Da neigt man natürlich zu. Es ist ja auch irgendwo, klar, es ist immer die Frage, wie wichtig ist mir der andere. Ne? Und ich sag mal, wenn es wirklich oftmals ja auch Freundschaften im Vorfeld waren, die dann da im Streit auseinandergegangen sind, wo dann gemobbt wird und sich da gegenseitig das Leben schwer gemacht wird, da kann man wiederum nur sagen, Mensch,
ne, setzt euch zusammen an den berühmten runden Tisch, ne? Der kann natürlich auch virtuell in irgendeinem Chat oder im Teamspeak, im Skype oder, ach, es gibt auch so viele Möglichkeiten, ne, sein. Setzt euch zusammen, sprecht darüber und oftmals, ja, findet sich dann auch sicherlich ein Weg, ne? Genau. Vielleicht noch jemanden mit dazu nehmen, das ist auch gar nicht so schlecht, so eine neutrale Person. Ja, genau. Ne, die zuhört und da vielleicht nochmal ein bisschen immer was zu sagen kann, ist gar nicht mal so verkehrt. Richtig. Na, das ist immer auch oftmals dann jemand, der dann nicht so involviert ist in den ganzen Streit, der da nicht so mittendrin ist, der dann vielleicht wirklich euch auch sagen kann, so, na, man ist ja immer der Meinung, seine Sicht der Dinge ist die richtige. Mhm. Ne? Und jemand, der dann da nicht so drin steckt, der da der neutrale Beobachter ist, der kann dann oftmals natürlich sagen, nee, also da denkst du falsch oder überdenk das nochmal oder... Genau. Ne? Das bringt dann auch oftmals ganz viel. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Hast du denn eine Mobbing-Geschichte, die man erzählen kann? Habe ich eine Mobbing-Geschichte? Nee, eigentlich gar nicht mal so. Ich weiß nicht. Also ich meine, so in meiner Schulzeit, da bin ich immer irgendwo so im Mittelfeld rumgeschwommen. Mhm. Ich war nie so der super Beliebteste oder na, so der Klassenclown oder in der absoluten Superklicke war ich auch nicht. Ich war, glaube ich, eher so unauffällig. Ne? Wir waren damals zu dritt, wir waren so eine Dreier-Mädelsgruppe und haben da irgendwie so unser Ding gemacht. Ich meine, klar, drei ist auch oftmals ein Problem tatsächlich, ne? Hm. Weil irgendwie, ne, das ist ja manchmal schwierig. Ne? Dann kann heute die mit der besser und, ne? Aber auch das haben wir eigentlich immer relativ schnell wieder im Griff gehabt. Also, und ja, so in der Klasse, ich bin so weit mit den Leuten klargekommen, also... Ja, also von daher, und heute ist es wirklich so, dass ich einfach den Sachen dann auch aus dem Weg gehe. Ne? Wenn da irgendwas ist, natürlich begegnet mir immer mal wieder jemand und wo ich dann so denke, naja, ne? Wo ich dann aber auch teilweise versuche, einen Schritt auf denjenigen zuzugehen und entweder wird das, ja, ich sag jetzt mal Friedensangebot, hört sich jetzt wieder größer an, als es ist, ne? Entweder wird es angenommen oder eben nicht, ne? Und im privaten, so wirklich ganz privaten Bereich. Ich glaube, da hat man so seinen Weg gefunden in der Partnerschaft und so, wie man miteinander umgehen kann und ja, wie der andere so ist. Man kennt sich, ne? Man weiß, wie der andere tickt und ich neige zum Beispiel dazu, dass ich, wenn ich mich über irgendwas aufrege, mich sehr schnell, sehr extrem darüber aufregen kann, aber auch ganz schnell wieder runterfahre. Ja. Ne? Also ich gehe im Grunde an die Decke und beruhige mich dann aber auch wieder. Und wenn man das kennt und mich kennt, dann weiß man, dass man da einfach nicht so drauf eingehen muss. Ne? Also nach dem Motto, lass die mal ein bisschen rumflippen, die kommt nachher wieder runter und dann ist das auch in Ordnung. Und das ist eigentlich so das Rezept. Ne? Und das ist dann so der ganz private Bereich, ne? Der partnerschaftliche Bereich. Ne? Ist ja auch oftmals ein Thema. Ne? So mit 12, 13, 14, so der erste Freund, dann geht das Drama los. Ne? Genau. Ich meine, geht jetzt natürlich ganz weit weg vom Thema Mobbing, aber ist ja auch irgendwie so, ja, ne? Ja, man muss ja erstmal lernen, auch damit umzugehen, Konflikte einzugehen irgendwo. Richtig, richtig. Ne? Ist ja gar nicht so einfach. Ja, und auch für sich selbst zu entscheiden, welches Thema ist es mir jetzt wert, darüber zu streiten und wirklich heiß zu diskutieren, ne? Und da wirklich ja auch einen echten handfesten Krach zu riskieren. Oder welches Thema, wo ich mir dann irgendwo, es ist dann einfach für mich nicht so wichtig, wo mir dann sagt, naja, komm, ne, du hast recht, ich habe meine Ruhe. Das gibt's dann auch irgendwie hin und wieder mal, ne, wo ich mir dann einfach sage, naja, komm, da diskutiere ich doch jetzt gar nicht weiter. Da geht es um irgendwie, keine Ahnung. Ne, Kleinigkeiten. Man sagt, ja, so den Kleinkram, der nicht wichtig ist. Und naja, und bei dir, gibt's da irgendwie eine Geschichte zu erzählen? Also das Einzige, was man so erzählen könnte, ist, also ich war auch damals in der Schule eher so die Ruhige und auch eher so ein bisschen unscheinbar, eher so ähnlich wie bei dir. Ich habe mich eigentlich mit allen recht gut verstanden. Und ja, das Einzige war, dass ich eine Zeit lang immer mal gemobbt wurde, weil ich das eher so solle. So von den Jungs, die neu in die Klasse kommen und so, die suchen sich dann natürlich irgendwelche Fehler bei irgendwelchen Leuten. Und ziehen die damit auf. Ja, klar. Na klar, mit 13, 12, 13 nimmt man sich das denn schon zu Herzen. Ja, ja. Und jetzt würde ich sagen, warum habe ich mir das überhaupt zu Herzen genommen? Das verstehe ich gar nicht. Das ist mir so egal, was andere denken eigentlich. Ja, ja, genau. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht so wirklich viele Geschichten. Ich habe mich immer meistens
rausgehalten von anderen, die gemobbt worden sind oder so. Mhm. Und ja. Naja, Gott sei Dank, ne? Ja, ich meine, man ist ja auch froh, wenn man das alles nicht so durch hat, ne? Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese Mittelfeldschwimmerei, ne? Wenn man sich so ein bisschen, ja, so seinen Weg macht und sein Ding macht, dann hat man da auch, glaube ich, viel mehr Ruhe, als wenn man dann meint, man möchte da ganz oben dabei sein. Ich glaube, genau. Das ist ein hartes Pflaster. Das glaube ich auch, ja. Also von daher. Na, und bei SSO, ja gut, da kamen ja dann die Moderatoren noch ins Spiel, ne? Die Chat-Moderatoren. Ich weiß nicht, hast du überhaupt mal einen gesehen? Noch nie, obwohl ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch nur welche sind, die den Chat beobachten. Ja, also ich meine, es gab so ein paar Bildchen, die man mal auf Facebook gesehen hat, ne, von so Chat-Moderatoren, die da irgendwo in den Chats mal eingestritten sind. Aber ich habe jetzt auch schon viele wirklich eskalierende Chats wieder mal zwischendrin so gesehen, ja, wo ich mir dann dachte, also wo ist denn hier jetzt ein Moderator, ne? Ich sehe hier keinen. Also. Sind wahrscheinlich auch nicht die ganze Zeit da, bestimmt nur so stichprobenmäßig, könnte ich eben, mir das vorstellen. Eben. Ja, glaube ich auch. Also, naja, aber das sind ja auch schon Reaktionen letzten Endes. Das macht Star Stable ja auch nicht umsonst und ohne Grund. Ne? Die wissen schon ganz genau, was da in ihren Chats teilweise abgeht. Und ich hoffe ja nur so ein bisschen, dass sie vielleicht mal diese Zensurfunktion so ein bisschen auch zurückfahren. Na, weil die finde ich ja zum Teil extremst krass. Ne? Also ich kann zum Beispiel teilweise meinen Namen nicht schreiben. Der wird zensiert. Genau. Ne? Also wo ich mich dann frage, Leute, was habt ihr da eingestellt, bitteschön? Ne? Ja. Ja. Also, oder ich denke mal einfach so, weißt du, so harmlose Zahlen. Ich meine, man kann es ja umgehen. Es ist ja nicht so, dass es nicht umgehbar ist. Man schreibt es halt als englisches Wort, fertig ist die Sache. Ne? Aber, mein Gott, dann kann man es doch auch offen machen, ne? Was soll denn das, ne? Mein Gott, das ist ja auch, die meisten sind ja letzten Endes auch verbandelt um, ja, über Facebook, über Instagram, über was weiß ich, ne? Also von daher, mein Gott, ne, da wenn es darum geht, eine Telefonnummer auszutauschen, werden die das dann halt auf anderen Wege machen, ne? Da, auf jeden Fall. Und ich finde es einfach nur für mich jetzt so mega lästig, dass ich keine Zahl schreiben kann, was weiß ja, ich, wir treffen uns um 8 Uhr oder so, ne? Sondern dann jedes Mal anfangen muss, boah, 20 und bäh. Genau, also. Ja, das finde ich auch immer sehr störend. Ja, eben. Ja. Was soll man machen? Wer weiß, was noch kommt, vielleicht ändern sie das ja auch noch ein bisschen, das kann natürlich auch sein. Genau, warten wir es ab. Ne? Aber die sind ja, glaube ich, im Moment erstmal mit anderen Sachen beschäftigt. Es war ja heute wieder die Sonntags-Star-Stable-Show. Ne? Da ging es ja dann mal wieder um den Heimatstall. Ich denke, das ist mal eins. Uch, jetzt bist du aber hier an mir vorbeigeleckt. das ist jetzt mal eins der ersten Sachen wieder, was sie da in Angriff nehmen scheinbar. Naja, wir werden das sehen, was sich da noch so alles tut. Ne? Ja. Nach wie vor ja auch hier die Serverprobleme und die ganzen... Ja, Lex und was weiß ich höre hier einen Geist klingeln. Das macht mich ganz wahnsinnig. Ehrlich, hier vorne ist irgendwo ein Geist. Hast du noch dahinter ist er. Nein, nicht alle. Ich gehe mal eben Geist fangen nebenher. Den habe ich gestern schon gefangen. Ja, genau. Er will sich nicht anklicken lassen. Doch jetzt. So. Sehr schön, nebenbei noch einen Geist gefangen. Ja. Halloween auf Star Stable. Wir haben Möhrchen bekommen. Yay. Sehr schön. Ja. So. Aber doch gleich noch einen Geist gefangen. Gleich noch was Gutes getan. Hier scheint auch irgendwie was Großes los zu sein. Ja, ich sehe schon. Im Hintergrund irgendwie. Spannend, spannend. Eine schöne Versammlung. Ja. Naja. Ja, hast du zum Thema Mobbing noch irgendwas Wichtiges hinzuzufügen? Nee, ich habe jetzt eigentlich nichts mehr. Ich bin soweit durch. Ich denke, einfach der Meinung, ne, man muss das ein bisschen lockerer sehen und ja, nicht so überreagieren. Ne? Also es macht euch da entspannter mal so ein bisschen, sucht euch jemanden, mit dem man reden könnt und ja, dann wird das alles. Ne? Genau, das denke ich auch. Selbstbewusstsein ein bisschen aufbauen und dann geht das alles seinen Gang. Richtig, das denke ich auch. Ich würde auch sagen... Folge scheint jetzt so langsam um zu sein. Ja, stimmt. Und, mit Blick auf die Uhr. Genau. Und damit wieder der Aufruf an euch. Neue Themen für neue Smalltalk-Runden. Bitte in die Kommentare. Alles, was euch so im Kopf rumspukt, worüber ihr gerne reden wollen würdet, welche Themen euch interessieren generell, einfach in die Kommis rein. Richtig.
gebt uns Futter und wir kümmern uns dann darum. Genau. Ansonsten hat es wieder ganz, ganz viel Spaß mit dir gemacht, Winnie. Ja, gleichfalls. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn es denn wieder heißt Windy und Xims Smalltalk. Ja. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen. Tschüss.